Und wir dürfen das nicht in Gefahr bringen. Vielen Dank. Madame Siepel, Frau Siepel, 1 Minute 30. Mikrofon bitte. Der Europäische Rat verkündet Fake News. Aufnahmezentren in Drittstaaten. Kein Land hat dem bisher zugestimmt. Und wenn, was ist mit dem Verbot von Zurückweisungen? Und würden von dort schutzbedürftige Menschen auch nach Europa kommen? Oder geht es nur darum, keine Menschen aufzunehmen, die vor Krieg oder Folter fliehen? Aufnahmezentren in Europa, die gibt es auch schon. Und auch hier keine verbindlichen Aussagen zur Weiterverteilung. Mehr Personal für Frontex, doch wofür? Bessere Kontrolle oder Abschottung? Die nationalen Regierungen müssen sich endlich auf eine umfassende Reform des europäischen Asylsystems einigen. Wir brauchen gemeinsame Regeln für Arbeitsmigration und Vereinbarungen mit Herkunftsstaaten dieser Arbeitsmigration, damit Wirtschaft und Demokratie weiter gestärkt werden, sie ihre Bürger vor falschen Versprechungen von Schleppern schützen und abgelehnte Asylbewerber wieder aufnehmen. Die Staats- und Regierungschefs müssen endlich aufhören, mit Fake News Menschen erst zu verunsichern und sie dann mit Scheinlösungen zu betrügen. Setzen Sie doch endlich die Beschlüsse von Kommission und Parlament um. Schützen Sie unsere Bürger durch Kontrolle von Waffen- und Drogenschmuggel, Schutz vor Import gefährlicher und gefälschter Produkte. Und schützen Sie die Rechte unserer Bürger, zum Beispiel mit der Umsetzung E-Privacy. Machen Sie endlich Ihren Job. Vielen Dank. Monsieur Lounes, pour une minute. Herr Lounes, eine Minute. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Was haben wir wieder hier alles hören müssen in diesem Parlament? Herr Verhofstadt sagt, Migrationskrise gibt es nicht. Herr Lambert, Grün, sagt, ja, Migration, das beunruhigt die Menschen gar nicht, ist nicht oberste Priorität. Ich denke, Sie haben die Wahlergebnisse nicht